Hi, ich bin der Bruger, das ist Lies of P in der Early Access und jetzt lese ich euch die Leute vor, die mich unter anderem monatlich finanziell unterstützen. Amaterasu Hart, Amaya Neko, Baxking 1990, Bienchen Maya, Bluefire 486, Cindy H., Co-Chief Resident, Commander Game, Die Kürbis, Drag Moon, Erasion Korane, Green Tiger B, Haruki Playing, Jason Kugel, Jewel Buck, Kaiser Lati, Cassie Feenstaub, Leji, Leon der Meddler, Lili Vanilli, Luigi, Master Exploder 5000, Mike Chan, Metal Dagona X, Michelle Sanchez, MJC Cards and Games, Natascha Breyer, Nezumi, Niniping, Pupo Fischpop, Raik Boretzki, Rufo Platus, Shane TSG TV, Sir Lieselotte, Stanimir Stanev, Steffi und Ani, Tami, Troop 2222, Vantan und Wölfchen 999. Yo, und damit willkommen, Leute. Ich bin der Bruger. Das ist Lies of P für den PC. Auf Steam spiele ich das Ganze. Und ich habe es jetzt schon bekommen vom Entwickler. Ist auch die Deluxe-Edition, glaube ich. Und deswegen sind da schon so ein paar Sachen bei. Aber jetzt würde ich erstmal sagen, viel Spaß mit dem Einstieg. Und wir gucken mal, was das Intro so hergibt. Can you hear me? Geppetto's puppet. We need your help. Oh, sieht das schön aus. Ich werde es ohne Facecam spielen übrigens. Ich finde, das passt irgendwie nicht so ganz rein. Vorteilsangebot. Du hast den folgenden Vorteilsgegenstand erhalten. Brille des großen Venigni. Unverkennbarer Mantel des großen Venigni. Und Maske, die von denen getragen wird, die das Fest vorbereiten. Außerdem Kleidung der schelmischen Puppe und Paradehut der schelmischen Puppe. Alles klar, Material aber nichts. Also es fängt halt genauso an wie die Early Access. Beziehungsweise diese Demo, die ich ja gespielt hatte. Macht das irgendwas? Steht jetzt nichts dabei. Kleidung der schelmischen Puppe. Die Kleidung der schelmischen Holzpuppe, die Venigni für die Parade gebaut hat. Jeder in Krat kennt das Märchen von der schelmischen Holzpuppe. Ich freue mich, euch alle meine prächtige Paradegewänder zeigen zu können. Auf der großen Ausstellung werde ich euch zeigen, wer der größte Tutichgut von Krat ist. Lorenzini Venigni auf der Feier, die von der großen Ausstellung veranstaltet wurde. Ja, und hier, dieses Stück bringt die Ästhetik der ungezogenen Kinder auf den Punkt. Trage diese Schirmmütze und denk an jemanden, der dir einen Streich spielen würde. Aber hier, der unverkennbare Mantel. Entschuldigung. Ein hochwertiger Mantel, der von Venigni selbst entworfen wurde. Er entspricht genau dem Mantel, den Venigni immer trägt. Mit diesem Umhang wirst du selbst zum großen Venigni. Obwohl natürlich nur ich wirklich groß bin. Lorenzini Venigni beim Jubiläum des Venigni Fanclubs. Und hier die Maske, die von denjenigen getragen wird, die sich in einer Sommernacht auf das Fest vorbereiten. Es handelt sich um eine besondere Gedenkmaske für diejenigen, die das Fest am Vorabend früher als alle anderen genießen. Die Werkstatt verteilte auch spezielle Gedenkmasken an, als sie den Parademeister in Erwartung der bevorstehenden Parade der großen Ausstellung vorstellte. Es folgt ein Zitat einer nicht namentlich genannten maskierten Person. Allen, die nach Grab gekommen sind, wünsche ich eine kühle und mitreißende Parade. Okay, und hier noch, um erfolgreich zu sein, musst du zuerst dein Weltbild ändern. Strebe nach der Welt, die Augen des reichsten Mannes vor Grab sehen. Ein Marketingspruch für die Brille des großen Venigni. Wow, sieht jetzt schick aus mit der Brille. Yeah, Alter. Bin ich ein Pimp oder bin ich das? Krass. Okay. Also, man sieht ja, das Vorbild ist deutlich Bloodborne. Schauen wir mal, wie ich zurechtkomme. Ich habe schon gehört. Ja. There you are. I've been looking all over for you. Ja, ich habe mir den Säbel ausgesucht, glaube ich, in der Demo. Jetzt werde ich mal eine andere Waffe versuchen. Ich habe gehört, das Florett wäre sehr geil. I see they got Jiminy too. But we have to hurry. My name is Sophia. Please come to Hotel Krat and I'll explain what's happening.
Jiminy, please escort him to the hotel. Jiminy Cricket, die Monatslampe. Aha, wähle den oberen und unteren Gürtel, ausdrücke X, um das Item zu benutzen. A für Zusatztasche gedrückt halten und dann mit der Richtungstaste den Gegenstand benutzen. Ah ja. Aber ich werde die mal... Die Lampe werde ich mal in die Zusatztasche packen. So ein bisschen wie bei Elden Ring. Yeah, jetzt aber Licht. Ist das eine coole Sau oder ist das eine coole Sau, dieser Pinocchio? Let's get you out of there. Find something that might help. Ich weiß nicht so ganz, was es mit diesem Arm auf sich hat, was den so krass machen soll. But the streets are not safe. Arm yourself with one of the weapons over there. It'll be helpful on your way to the hotel. Ah, geil, Leute, ich freue mich schon drauf. Pfad der Grille, Ausgewogenheit, Pfad des Bastards, Geschicklichkeit oder Pfad des Sweepers, Stärke. Ich glaube, ich hatte den Pfad des Sweepers. Wir nehmen mal die Geschicklichkeit. Destination Hotel Court. Recommend escaping from this location. Ja, sehr gut. Wie gesagt, das Florett soll ziemlich gut sein. Aber ich bin echt gespannt. So, Waffe wechseln können wir so. Blocken. Dann will ich auch parieren irgendwie. Ich glaube, das ist auch die Parry-Taste, das Blockieren. Okay. Alles klar, ich mag das Florett auf jeden Fall schon mal gerne. Gamepad macht wieder Faxen. So, warte mal. Das Sägezahnrad. Repariert Waffenhaltbarkeit. Das war das. Was macht das? Sofortiger Charaktertod bei Gebrauch. Ein spezielles Gerät, das die gesamte Energie der P-Organe auf einmal freisetzt, wird beim Gebrauch zerstört. Der alte Mann befürchtete, dass sein Sohn nicht richtig aufwachen und einen Rausch geraten könnte. Dieses Initialisierungsgerät wurde als notwendiges Übel für heikle Neuanstellungen geschaffen. Okay. Ah, da kann ich die vergleichen. Amulette habe ich keine. Einfacher Rahmen der Werkstatt. Konverter der alten Generation. Kartuschenprototyp. Und zertifizierte Fütterung. Hier, Sägezahnrad. Entschlossenheit D, Technik D, Fortschritt nichts. Ein Zahnrad, das in Grad häufig zu sehen ist. Es kann geworfen werden, um die Aufmerksamkeit des Feindes auf sich zu ziehen. Selbst wertlose Gegenstände können nützlich werden, wenn man sie sammelt. Im Kampf in der gelähmten Stadt ist alles nützlich. Okay. Jo, da kann ich die Waffe reparieren mit. Interessant. Na gut. Muss ja erstmal reinkommen hier. Aber das ist halt genau dasselbe wie in der Demo, dementsprechend. Oh, jetzt habe ich das Zahnrad schon geworfen. Scheiße. Verwende eine Pulszelle, um LP wieder zu erlangen. Es gibt eine maximale Anzahl an Pulszellen, die verwendet werden können. Wenn du das Maximum erreicht hast, wird die Zelle entladen. Wenn du Feinde angreifst, während die Zelle entladen ist, wird die Pulszelle allmählich aufgeladen. Ja, also so können wir halt Lebensenergie regenerieren. Todesstoß für einen erfolgreichen tödlichen Angriff aus.
Sag mal, guck mal, ich mach nichts. Das ist mein scheiß Gamepad wieder. Muss mir mal ein neues kaufen. Übes Ergo-Fragment. Ja, aber das war sowas wie die... wie die Seelenbehälter hier bei... Souls-like-Spielen. Und hat Ergo erhalten. Ein Fragment von Ergo, einem geheimnisvollen Machtstein, der in Krat gefunden werden kann. Geppettos Puppe kann Ergo absorbieren und in Kraft verwandeln. Ergo ist in Krat sowie, sowohl eine Energiequelle als auch eine Währung. Auch Kleidungsstücke können in der Stadt gut verwendet werden. Hier, guck mal. Was ist das? Charakterinfo. Das ist schon so cool, oder? Stärke, maximale Ladung, Entschlossenheit, Technik, Fortschritt, physischer Angriff, LP, Ausdauer, Legion, Abelslot, Blockregeneration. Ja, das ist alles, das lernen wir wahrscheinlich noch mit der Zeit. Die ganzen Werte. Das könnte mal eben verschwinden gerne, das der Hinweise. So, Blocken. Wehre gegnerische Angriffe durch Blocken ab. Ein erfolgreiches Blocken reduziert den erlittenen Schaden, kostet aber Ausdauer. Der reduzierte Schaden wird in Blockregeneration übertragen. Blockregeneration sammelt sich an, nimmt aber mit der Zeit allmählich ab. Während Blockregeneration aktiv ist, kannst du Gegner angreifen, um LP wieder zu erlangen. Wenn ein Block gelingt, kurz bevor du getroffen wirst, löst sich ein perfekter Block aus. Wenn ein perfekter Block erfolgreich ist, erhältst du keinen Schaden, nur Ausdauer wird verbraucht. Du kannst die perfekter Block verwenden, um die Waffe eines Feindes zu zerstören oder ihn in den Überwältigbar-Status zu versetzen. Au! Sollte ich mal üben vielleicht. Penner mit dem Schießen, hey. Wie gesagt, sollte ich mal üben vielleicht. Das perfekte Blocken hier, die Timings. Au. Bubble-Katalysator und Termit. Was geht gar nicht mit den LR-Buttons hier? Fabelkatalysator, ein Katalysator, der die Fähigkeiten von Puppen ergänzt, lädt Fabel schneller auf. Der Katalysator macht die Puppen effizienter, indem er die Ergo-Energie, die in ihrem Körper zirkulieren ließ. Diese bahnbrechende Erfindung basierte auf der Idee eines Alchemisten. Und hier? Eine Termitbombe, die geworfen werden kann, verursacht Feuerschaden im Einschlagbereich. Nach dem Puppenwahn begannen die Menschen in ihrer Verzweiflung Widerstandswaffen herzustellen. Es wurden viele Wurfwaffen hergestellt, die gegen die anrückenden Feinde hervorragende Ergebnisse erzielten. Ah, Leute, ich freue mich. Das ist so gut, das Spiel, einfach jetzt schon. Es sieht alles so rund aus. Und ich meine, ich habe ja schon viele Souls-Likes gespielt, aber qualitativ waren die halt alle okay-ish. Und das hier ist mal wieder so top-class auf jeden Fall. Der. Hi. Notiz eines Passagiers. Wenn jemand diese Notiz findet, verlassen Sie den Bahnhof und laufen Sie weg. Halte dich auf jeden Fall vom Warteraum fern. Ich sah, wie dort eine riesige Puppe Menschen zu Tode schlug. Ich habe die Tür verriegelt, aber ich weiß nicht, ob das helfen wird. Zumindest sollte es die Leute davon abhalten, willkürlich einzutreten. Ich werde bald sterben. Deshalb will ich euch helfen, auch wenn es nicht viel ist. Bitte überlebt, alle.
Ich find's halt cool, dass es keine Vorgeschichte in dem Sinne gibt. Sondern man halt so ein bisschen reingeworfen wird und dann wahrscheinlich nach und nach die Geschichte kennenlernt. Mega. Übles Ergo-Fragment. Überall in Grad gibt es Türen und Leitern, die durch Vorrichtungen verschlossen sind. Du kannst diese Türen aufschließen oder die Leitern hinuntergehen, um Abkürzungen zu öffnen. Sehr gut. Schaffe ich jetzt wahrscheinlich eh nicht beim ersten Mal. Große Kratausstellung 1800 irgendwas. Erleben Sie die größte Show der Welt. Erleben Sie die Zukunft der Welt. The Grand Exhibition. 1829 in Grad. Okay, Sturmangriff. Während du angreifst, erscheint ein weißer Umriss um den LP-Balken des Feindes. Wenn dieser erscheint, also wenn dies geschieht, kannst du beim Feind einen Sturmangriff oder mit Fabelkünsten überwältigen verursachen. Ja. Oder ich lass mich umhauen. Lie or die. Aber ich glaube genau, das ist mit der Demo schon passiert. Am Lügen. Naja, vielleicht ist das doch nicht so ganz meine Waffe. Und schön wie Bloodborne auch oder Souls-like spielen generell, die Feinde tauchen alle wieder auf. Oh, da oben liegt jetzt wieder mein Kram. Ich glaube ja gerade, wie ich dann diesen Super-Dings benutzen kann hier nochmal. So, benutze Klingenfabelkünste mit Y. Während des Blockens verwende Grifffabelkünste. Ah, so war das. Waffen haben unterschiedliche Klingen und Griffe, die jeweils ihre eigene Fabelkunst haben. Fabelkünste verbrauchen Fabelslots und verschiedene Fabelkünste verwenden eine unterschiedliche Anzahl von Slots. Lade Fabelslots auf, indem du Feinde mit Waffen angreifst. Tödlicher Angriff von einem überwältigten Feind mit RB. Auf überwältigte Feinde können tödliche Angriffe ausgeführt werden. Ein erfolgreicher tödlicher Angriff kann schweren Schaden anrichten.
Sau, ey. Schlüssel zum Haupteingang des Hauptbahnhofs und leichter Rahmen. Und ein Sägezahnrad. Ey, mein scheiß Gamepad. Ich laufe halt immer nach links, obwohl ich das nicht will. Nee? Okay. Es gibt immer wieder Zeug. Lohnt sich außer die Gegner zu erledigen. So, Schlüssel zum Haupteingang. Oder des Hauptbahnhofs. Oh, das sieht so schön aus. Einfach nur schön. Hauptbahnhof Plaza von Grat. Der Stargazer. Sozusagen das Bonfire. Nutze einen Stargazer, um LP und Ausdauer wieder vollständig wiederherzustellen. Oh, Stargazer Reiseführer. Repariert sie den Stargazer. Ja, um deine Pulszellen aufzuladen. An dieser Stelle wirst du nach dem Tod wiederbelebt. Denk daran, dass damit auch Feinde wiederbelebt werden, nicht nur dein Charakter. This is called a Stargazer. A marvelous device the Stalkers used in the past. Public threshold exceeds danger estimates. Please reduce positive numbers or reset danger parameters. As we are not strong enough to beat the puppets. But if I lend my power to this Stargazer for a moment, gather ergo, clever one. This Stargazer will make you stronger. But the Stargazer's strength doesn't last forever, so be careful with it. Hurry up and come to Hotel Krat. Jo, erstmal Stufenaufstieg, Vitalität. Ja. Erstmal mehr Lebensenergie, das ist schon mal ganz gut. Ausdauer ist Stärke. Maximale Ladung ist für Legion und Gewicht. Aha. Entschlossenheit ist physischer Angriff. Technik, auch physischer Angriff. Und Fortschritt ist wiederum Legion und die ganzen Schadensreduzierungen. Kennt man alles, hört sich nur anders an von den Namen natürlich. So, was haben wir im Lager? Fabelkatalysator. So. Oh Leute, ich hab so Bock. Ich hoffe, das Spiel geht eine ganze Weile. Ich hoffe ja auch natürlich. Ich werde gucken, dass ich jetzt jeden Tag ein Part bringe. So halbe bis dreiviertel Stunde vielleicht. Oh, ihr Schweine. Beide ihr. Grat Times Ausgabe 183. Die große Ausstellung von Grat ist verschoben worden. Diese Entscheidung wurde getroffen, um die Bürger der Stadt zu schützen, bis der Puppenwahn, der die Stadt kürzlich lahmgelegt hat, unter Kontrolle ist. Der Vorfall ereignete sich in der Rosa-Isabella-Straße und forderte Hunderte von Opfern. Während die Ursache noch unbekannt ist, steigen sowohl die Zahl der Verletzten als auch das Ausmaß der Schäden. Da sich die Krise noch hinzieht, kündigten die Werkstatt und die Firma Venini, Grats größte Puppenfabrik, an, dass sie den Bürgern Hilfsgüter zur Verfügung stellen und alles tun würden, um die Situation zu entschärfen. Eine Einsatztruppe untersucht die Möglichkeit eines fatalen Verlusts des Großen Bundes, also des Kontrollpunkts für die Puppen der Werkstätten. Allerdings gibt es momentan noch keine schnelle Lösung und der Puppenwahn fordert weitere Opfer. Den Bürgern wurde empfohlen, zu ihrer Sicherheit in den Häusern zu bleiben, da sich die Stadt auf ein Wiederausbrechen der Versteinerungskrankheit vorbereitet. Trotzdem versuchen viele Bürgerinnen und Bürger über den Hauptbahnhof von Grat zu fliehen, was wiederum das allgemeine Chaos noch verstärkt. Ja, ich glaube, viele sind da nicht entkommen. Ey, 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 ey. Komm
Mal gucken, was hier Leichen hier rumliegen. Eile mit Weile. Bam, 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 bam. Mein Gamepad so kaputt ist, nervt, dass ich halt manchmal einfach nach links laufe. Ja, aber es ist wohl nur der linke Analogstick. Buntes Ergo-Fragment. Hier. Zahnrad. Ja, ich muss erstmal wieder gucken. Ich erkunde halt alles jetzt so, als wüsste ich nicht, wo was ist. Ich weiß es so ungefähr noch, aber also aus der Demo. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass sie da genau einfach nur den Anfang reingenommen haben. Wow, das ist ganz schön schnell, der Kerl. Ja, es sind jetzt dann alles Puppen, aber ich glaube, es kommen auch menschliche Gegner, weil man konnte ja das Blut einstellen. Wie funktioniert das nochmal mit dem Aufladen der... Also es war ja nur, wenn ich so einen bestimmten Schadenssatz erhalte und dann kann ich das wohl... Ding. Ist das so ein Parry, so ein extra Parade-Ding oder was? So, ich check das mal ganz kurz. So, was haben wir denn hier? Stürmisch Blockparade. Aha, Sturmstich und Blockparade, so heißen die Dinger. Sturmstich. Babel, könntest du Sturmstich? Was ist mit der Parade? Ah, Blockparade. Wenn du wenn du den Angriff deines Feindes zum richtigen Zeitpunkt abwehrst, kannst du einen kraftvollen Angriff auslösen. War geil. Muss ich halt mal testen, ne? Ja, es ist halt wie bei Bloodborne. Wenn du so verminderte Lebensenergie hast, dann kann man das wohl zurückerlangen, wenn man angreift. Aber wirklich aufladen kann ich die, glaube ich, nicht. Also meine Fiolen, ohne ans Feuer zu gehen. Einige Feinde werden rot und setzen deinem einen starken Angriff ein, der Wutangriff genannt wird. Du kannst Wutangriffe nicht ausweichen oder dich durch Blocken vor ihnen schützen, aber ein perfekter Block kann sie kontern. Oh, geil. Au. Thank you.
Gott, zerlegt habe ich ihn. Ach nee, doch, guck mal, jetzt kann ich, glaube ich, wieder aufladen, weil das leer ist. Wenn ich jetzt Gegner töte, dann wird es sich vielleicht wieder auffüllen, eins zumindest. Ich habe keine Ahnung, mal gucken. Das lockt wahrscheinlich auch Gegner schneller an, wenn ich die Lampe anhabe. Ah, seht mal, jetzt habe ich wieder eins frei zum Heilen. Geil, der Fabel-Konter. Also der Griff-Konter. Ja, der klappt, das ist schon richtig fett. Aber ich finde die Timings sind eigentlich ganz okay zu lernen. Mal gucken. Was? Veninis dringliches Reparaturwerkzeug. Mal gucken, was das macht. Repariert sofort Waffenhaltbarkeit. Ein Notfallreparaturwerkzeug von Venini stellt die Haltbarkeit der Waffe sofort wieder her. Ein Notfallreparaturwerkzeug, das Venini zur Unterstützung der Stalker herstellte. Bedauerlicherweise wurde seine Produktionsstätte während der Besetzung durch die Marionetten zerstört, sodass es zu einem seltenen Gegenstand geworden ist. Ich würde auch backstabben. Offensichtlich nicht. Wie viele Fabelkatalysatoren ich jetzt schon habe. Er lädt halt einfach die Ausdauer schnell auf, ne? Und hier? The most loyal servants. Ja, Puppen, weil die so toll sind. Und so fehlerfrei, habe ich gehört. Yeah. Und voll die Abkürzung. Mega gut. Auf zum Stargazer, Stufenaufstieg, was holen wir uns? Stärke, mehr Ausdauer oder Technik? Technik gibt einfach mehr Waffenschaden. Ja. Okay.
Aber mal sehen, wie es läuft. A powerful parade puppet is blocking the entrance. And that's the only way in. So please, be careful. Jetzt haben wir auch noch einen Stargazer. Der war, glaube ich, in der Demo nicht da. Weil ich mich erinnere, vielleicht haben sie den nachplatziert. Wir stellen die Paradepuppe vor. Wie er aussieht. Hier erscheint eine fantastische Puppe, die die Parade bereichern wird. Der Parademeister, ein einzigartiges Paradepuppenmodell aus der Werkstatt zur Feier der großen Ausstellung. Hallo, ich bin der Parademeister. Ich singe und marschiere gern mit dem Volk. Der Parademeister bietet folgende Funktion: 16 fröhliche Lieder, fröhliches Lachen und 54 Paradesprüche. Paradetänze, um Kinder zu erfreuen, die Kraft, 6 Männer auf den Schultern zu tragen. Dieser Parademeister wurde anlässlich der großen Ausstellung angefertigt. Überzeuge dich am Vorabend der bevorstehenden Ausstellung von seinem Charme. Ja. Sehr charmant. Hello there. Welcome to Krat, visitor. I didn't think there were any stalkers left to fight the puppets. You didn't hear? Figures. The whole organization fell apart. All that's left are wannabes and amateurs who think they can fight on their own. You ought to buy something while you're at the festival. You can't rely on yourself alone. Out here alone? You could use some help. Here's a festival gift for you. Now get yourself something useful. So, was hat er denn? Wurfzelle? Eine Batterie mit großer Leistung, die geworfen werden kann, verursacht Elektroblitzschaden im Einschlagsbereich. Nach den Puppenbahnen begannen die Menschen in ihrer Verzweiflung Widerstandswaffen herzustellen. Es wurden viele Wurfwaffen hergestellt, die gegen die anrückenden Feinde hervorragende Ergebnisse erzielten. Und hier Elektroblitz-Schleifmittel. Erfüllt vorübergehend die Waffen mit Elektroblitz. Ein spezielles Schleifmittel, das durch das Mischen von Elektroblitz mit Metallpulvern hergestellt wird. Erfüllt eine Waffe vorübergehend mit Elektroblitz. Kluge Stalker sind auf alles vorbereitet, was im Kampf auf sie zukommen könnte. Schleifwaffen bieten eine weitere Möglichkeit, das Blatt auf dem sich ständig verändernden Schlachtfeld zu wenden. Ja. Auch über 3 Stück, ne? So, dann das tun wir mal raus und machen stattdessen das rein. So. Alles klar. Guck mal, wie es läuft, Leute. Alter. Der ist schon ein krasser Typ, oder? Krat Festival, ja. Yeah.
Penner. Parademeister, tötet den Parademeister. Puh. Ergo des Parademeisters und Quarz. Es gibt eine besondere Art von Ergo. Ja, danke. Jetzt gern noch gelesen. P-Organfähigkeit Aktivierungsteil. Sehr elegant ausgedrückt. Ein buntes, winziges Ergo-Fragment. Es aktiviert eine besondere Fähigkeit, wenn es mit dem P-Organ ausgerüstet wird. Das hört sich immer so versaut an, das P-Organ. Es gibt eine besondere Art von Ego mit, oder Ergo mit einer anderen Farbe und Variation. Die Werkstatt verwendet dieses Prachtstück, um die verschiedenen Fähigkeiten der Puppe zu erzeugen. Aha. Also wahrscheinlich könnte ich damit wieder so eine Superwaffe machen, wie in Bloodborne spielen oder also Souls-like spielen. So am besten Demon's Souls. Da fällt einem ja als erstes dazu ein. So, aber Leute, das war's für den ersten Part, würde ich mal sagen. Macht sehr viel Spaß auf jeden Fall. Was? Nur Lager? Ich möchte gerne aufleveln noch, wenn es geht. Hallo. Darf ich nicht? Na gut. Ja, ich hoffe, ihr habt Blut geleckt oder Öl, so wie ich jetzt auch schon. Macht auf jeden Fall eine Menge Laune. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder in Lies of P beim nächsten Mal. Ich glaube, ich werde heute keinen weiteren Part schaffen. Aber wie gesagt, jetzt täglich so ein Part um die 40 Minuten will ich bringen. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Liked das Video gerne, kommentiert und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert den Kanal. Das hilft mir sehr viel weiter. Dankeschön, auf Wiedersehen.